Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trashformiert. Es gab mal wieder Zoff auf Instagram. Laura greift Emmy an und Nadja und Jenny zoffen sich auch. Was genau passiert ist, seht ihr hier. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, die Timestamps findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht, dieses Video zu liken, zu kommentieren oder zu teilen, falls es euch gefallen haben sollte. Das hilft meinem Kanal zu wachsen. Vielen Dank. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, mir platzt langsam der Kragen und ich kann manche Sachen nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe jetzt so lange darüber nachgedacht, ob ich die Thematik einfach so stehen lasse oder ob ich was dazu sage, weil es gibt eine Person, die wirklich so krass nach Aufmerksamkeit sucht und dabei so eklig vorgeht, oder ob ich es einfach sein lasse. Aber ich habe mir jetzt überlegt, nee, ihr müsst einfach sehen, dass dieser Mensch so fake ist und alles, was die Person jetzt sagt mit, ja, ich bin ein neuer Mensch und ja, ich habe mich verändert, dass es alles nur Fassade ist und so ein Bullshit und diese Person hat sich niemals verändert. Also ich blende euch das mal ein. Dieser Kommentar hier wurde verfasst und es wurden aufs Übelste diffamierende Aussagen getätigt und auch herablassend, niveaulos. Und ich kann das einfach nicht so stehen lassen und will es auch nicht unkommentiert lassen. Es ist einfach erstunken und erlogen. Und wenn du die Beweise hast, dann schick sie mir doch gerne. Ich würde mich sehr gerne öffentlich bloßstellen und das in meine Story posten. Schick's mir, gar kein Thema. Also, ne, wenn du irgendwas hast, dann gerne her damit. Daran ist nichts wahr. Und ich finde wirklich, es ist einfach nur peinlich. Du machst dich so unfassbar lächerlich, dass es wirklich schon, also ich bin wirklich fassungslos, dass du zu solchen Mitteln greifen willst und dir irgendwelche Sachen aus der Nase ziehst, die einfach erstunken und erlogen sind und absoluter Bullshit. Deswegen schreib mir gerne eine private Nachricht. Dann würde ich die Beweise, wie gesagt, sehr, sehr gerne posten. Und naja, das Lustige ist halt, warum wurde denn überhaupt diese Aussage getroffen? Das ist natürlich eine richtig, richtig relevante Frage, weil diese Person einfach sich auf den Schlips getreten fühlt, weil ich die Wahrheit sage. Wieso sollte man sowas dann schreiben? Wieso versucht man, mich ins schlechte Licht zu rücken? Ich denke, das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass ich recht habe, dass diese Person einfach draußen während der Produktion einen Freund hat. Und naja, wenn man sich nicht mal Mühe gibt und das irgendwie versucht zu kaschieren oder so und einfach auch noch so naiv ist und direkt nach der Show Sachen mit der Person postet beziehungsweise die gleichen Orte, dann ist man halt einfach auch selber schuld und ja, ich habe halt einfach recht. Wäre mal wieder schön, wenn auch diese Person zur Abwechslung ehrlich wäre. Ich weiß, es scheint für sehr, sehr viele in dem Business sehr schwer zu sein, aber ja, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt die Aufmerksamkeit bekommen, nach der du so krass gebettelt hast. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Und ja, aber da sieht man mal wieder, also ich habe mein Gesicht bewahrt, ich habe mich nie auf sowas herabgelassen, bei ihr nicht und bei Dana nicht und ja, sie zeigt einfach mal wieder ihr wahres Gesicht. Ich wünsche der Person auf jeden Fall gute Besserung und ja, such dir doch mal irgendwo Hilfe. Bye! Ich lese euch nochmal das Kommentar vor, was Emmy da geschrieben hatte, worauf Laura reagiert. Maus, bevor ich Beweise veröffentliche, wie du dein Geld verdienst in Dubai etc., würde ich aufhören, in meinem Namen Fame bekommen zu wollen. Nur ein kleiner und gut gemeinter Rat. Du bist ein Niemand und genau das wert, was die Männer dir pro Stunde zahlen. Das sind natürlich einerseits heftige Anschuldigungen, andererseits ist das eigentlich auch nichts Neues. Es ist bekannt, dass viele Influencerinnen sowas machen, ohne jetzt zu sagen, dass Laura das macht. Und wenn es dafür wirklich Beweise gibt, dann werden diese ja auch ans Tageslicht kommen. Das ist zumindest mein Gedanke. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine gute Taktik, um von sich selbst abzulenken, wie Laura ja gesagt hat. So wird weniger über Emmy gesprochen und über die Gerüchte um ihren Beziehungsstatus. Ich hatte zuvor ja bereits gesagt, dass es durchaus Beweise für diesen Verdacht gibt. Allerdings wird das Thema gefühlt nur von Laura aufgegriffen und so breit getreten. Und in ihren vorigen Aussagen hat sie nicht einmal Emmys Namen erwähnt, beziehungsweise hat Laura explizit gesagt, dass sie diesen Namen nicht nennen wird, um ihr nicht die Aufmerksamkeit zu geben. Sieht allgemein danach aus, als hätten sie ein persönliches Problem miteinander, unabhängig davon, was jetzt bei I The One war. Im Prinzip kann es Laura ja auch egal sein, ob da jemand vergeben war oder nicht, genauso wie bei Dana, denn die Sendung ist sowieso schon abgedreht. Es ändert einfach gar nichts mehr. Da liegt die Vermutung wirklich nahe, dass Laura tatsächlich eifersüchtig sein könnte, denn bei ihrem I The One Vorstellungsvideo auf Instagram hatte sie gesagt, Gigi sei ihr Typ Mann, vielleicht weht daher der Wind. Woher das bei Emmy kommt, ist so eine andere Sache, da weiß ich nicht. Falls jemand von euch eine Idee hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Jenny und Nadja sind erneut aneinander geraten. Was dieses Mal der Auslöser ist, ist nicht ganz klar. Es könnte sein, dass es Jennys neuesten Storys sind oder Jennys Erklärungsvideo, wieso sie auf Nadja so reagiert hatte. In einer neuen Story unterstellte Jenny Nadja allerdings, dass sie eine Fake-Show abgezogen hätte. Und was sie genau sagt, zeige ich euch jetzt.
Ihr wisst, ich bin wirklich immer ehrlich zu euch, ne? Und ich versuche auch wirklich immer wirklich neutral zu antworten, auch wenn ich gewisse Menschen gar nicht abkann. Ich muss aber da wirklich tatsächlich ehrlich sein und auch sagen, Nicola hat genauso viel Kacke gebaut wie Nadja. Okay, da gehören immer noch zwei zu. Man kann nicht nur sagen, Nadja, Nadja, Nadja. Der Nicola war auch nicht unschuldig, ne? Der hat das Ganze auch mitgespielt. Es war von beiden einfach falsch. Ich finde es schade. Ich habe mich super gut mit Nicola verstanden und ich finde es einfach schade, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also, der hätte auch Nicola einfach mal sagen müssen, du Nadja, ey, mach deine Fake-Story alleine, ich bin da raus. So. Aber beide haben mitgemacht, also beide sind daran schuld in meinen Augen und das geht einfach nicht, was da abgezogen wurde. Das wäre so meine Vermutung, warum es da gegangen sein könnte, beziehungsweise wieso Nadja sich wieder gezwungen fühlt, dagegen feuern zu müssen. Aber es gibt da noch mehr. Jenny hat ein Q&A gemacht, wo sie noch so ein bisschen auf das Thema eingegangen ist. Und außerdem hat sie Nadja auch beim VIP.de-Interview erwähnt. Ich fasse mal kurz zusammen, was sie denn über Nadja bei diesem VIP.de-Interview gesagt hat. Und zwar hätte sie einfach davon gesprochen, dass sie Nadja bei Lawful gesehen hätte und auch Mitleid mit ihr gehabt hatte. Sie haben sich auch auf einem Event gesehen, nachdem Lawful gedreht wurde, und sie dachte, es wäre eine liebe, süße Maus. Im Endeffekt meint Jenny, sie hätte ein ganz falsches Bild gehabt von Nadja, denn bei I, the One, wollte sie dann nichts mehr mit ihr zu tun haben. Hier kommt nochmal das Q&A von Jenny. Wie gesagt, ich kann es auch nochmal wiederholen. Ich bin auch nicht stolz darauf, dass ich gewisse Beleidigungen gesagt habe. Trotzdem bin ich auch Realist und sage euch ehrlich, im Privaten, ich hätte genauso reagiert. Ich hätte sogar vielleicht im Privaten schlimmer reagiert. Ich habe auch eine asoziale Seite. Dazu stehe ich auch. Ich bin kein süßes, ruhiges Mädchen. Das bin ich einfach nicht. Ich kann diese Seite auch haben, gerade bei Menschen, die ich sehr lieb habe und sehr gerne habe. Und wenn ich Leute auch schätze, dann würde ich niemals so reden, wie ich da geredet habe. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, es staut sich sehr viel an. Sehr, sehr, sehr viel. Und sehr viel wurde auch nicht gezeigt, okay? Und dieser Moment war einfach so, der Fass ist einfach zum Überlaufen full gewesen. Full, full, full. Und wenn ich, wie gesagt, eine Sache nicht abkann, ist, wenn alle Leute mal auf eine Person draufgehen und Dana war in dem Moment einfach einer meiner closesten Bezugsmenschen dort drinne. Und wenn ich das mitbekomme und die ganze Zeit die weint und dann wird noch drauf gestochen, wie soll ich da ruhig bleiben? Wie soll ich mir das geben, Leute? Ich weiß ja nicht, wie ihr da drauf wärt, aber wenn ihr beispielsweise ihr habt eure beste Freundin, okay? Und ihr merkt, wie so Mean Girls die ganze Zeit auf eure beste Freundin draufgehen und die ganze Zeit nur am Beleidigen, am Sticheln, dann weint eure beste Freundin noch und dann sagt eure beste Freundin noch, ich habe geweint, die haben mich ausgelacht. Leute, wie soll man da ruhig bleiben? Jetzt mal ohne Spaß, sorry. Also, ich kann doch nicht dahin gehen und sagen, du, wieso hast du denn eigentlich Dana ausgelacht? Das macht man doch. Also, wie? Also, jeder, der das so hinbekommt, Respekt, wirklich Respekt. Ich kann das nicht. Ich bin da wirklich offen zu euch und sage euch ehrlich, ich kann da nicht ruhig bleiben. Also, wie ich schon darüber nachdenke, ich krieg Puls. Ich krieg Puls, weil das gibt mir Mean Girl Vibes. Sowas wird direkt unterbunden. Also, da muss ich was sagen. Da muss ich auch richtig eklig werden, damit die Leute es auch mal checken, dass man sowas nicht macht. Also, es tut mir leid, Leute. Ich bin da wirklich, ich gebe da nur meine Meinung weiter. Und das ist eh der größte Witz ever. Leute, die immer nur am Sticheln sind, okay? Das ist ja psychischer Terror. Die ganze Zeit Sticheleien, Lästereien, Abfackerei. Und ihr gebt euch das 24 Stunden, okay? Und das über mehrere Tage. Wie soll man nicht bekloppt werden? Ich weiß auch nicht. Also, Leute. Und das Witzige ist dabei noch, dann kontert ihr. Und dann werdet ihr, dann kommt auch eure eklige Seite raus, weil ihr euch natürlich auch nicht alles gefallen lässt. Und dann ist es so dieses, das ist so gemein, das geht gar nicht. So dieses typisch Täter-Opfer-Umkehr. So. Leute, wer austeilt, muss auch einstecken können. Genauso rede ich auch über mich selbst. Wenn ich austeile, dann muss ich auch einstecken können. Ganz einfach. So, und das ist etwas, ey, das geht einfach nicht. Diese Nachricht, die ich vorhin gepostet habe, sagt alles aus. Alles, alles. Und das zeigt auch einfach, wie intelligent Menschen einfach noch sind. Das ist für mich so, ah, schön. Weil es wirklich einfach Facts ist. Leute, ist mal ohne Spaß, wenn man sauer ist, ihr wisst ganz genau, wie man reagiert. Man sagt einfach alles, was einfach beleidigend ist. Die typische Beleidigung, die man kennt, ist halt das B-Wort. Oder wie auch immer. Sei dahingestellt, ist natürlich auch nicht cool. Ich sage ja nicht, dass es richtig von mir war oder sonst was. Aber, Leute, Bodyshaming ist okay. Zu sagen, Gartenzwerg, Zwerg, Zwerg. Ich kann dieses Wort nicht hören, ne? Also wenn, dann muss man mit dem Finger auf beide zeigen und nicht nur auf eine Person.
Das macht für mich vorne und hinten gar keinen Sinn. Aber es gibt ja noch super tolle Menschen da draußen, die wirklich 100% verstehen, wie ich ticke und wie ich gewisse Sachen meine und wie einfach. Boah, Leute, ihr seid einfach die Besten. Ich muss ganz ehrlich sagen, über Bodyshaming brauchen wir gar nicht diskutieren. Klarer Fall. Aber ich weiß nicht, wie ich das richtig einschätzen kann mit Jenny, denn ganz so geheuer ist mir das nicht, dass man das Thema dann so aufgreift, nachdem man sich selbst so sehr fehlverhalten hat und selbst Wörter gesagt hat, die gar nicht gehen, die noch darüber hinausgehen, die wirklich extrem beleidigend sind. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Natürlich ist das jetzt eine Weile her, sie hat Fehler gemacht, sie gesteht sich das ein, aber richtig entschuldigt hat sie sich nicht. Sie hat immer wirklich versucht, sich zu rechtfertigen, warum sie sich so verhalten hat, anstatt zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, hätte ich nicht machen sollen, ich habe überreagiert, es tut mir leid. Und natürlich, wenn sie sich so sehr über dieses Thema aufregt, wird das mehr gegen sie genutzt. Und das hat Nadja auch gemacht, denn in ihrer Story hat sie natürlich genau diesen Begriff, gegen den Jenny sich da wehrt, verwendet. Also nachdem mir jetzt hier diverse Leute schon Stories und Statements von einer Person schicken, über die ich mich hier wirklich köstlich amüsiere, die wo ich mir aber auch teilweise nur im Schnelldurchlauf anschaue, weil es mich überhaupt nicht interessiert, was dieser kleine Kampfzwerg über mich redet und denkt, weil mich juckt es 0,0. Mir interessiert es einfach nicht. Aber nachdem sie ja die ganze Zeit so danach schreit, dass ich ihr Aufmerksamkeit schenke, nachdem sie sich ja auch schon in der Show die ganze Zeit drüber aufgeregt hat, dass ich ja mit allem Sendezeit bekommen werde und keine Ahnung was, ja, dann bekommt sie halt jetzt auch mal ihre Aufmerksamkeit, soll sie sich dann zufrieden geben. Also here we go. Also, meine Eltern haben zu mir immer gesagt, Beleidigungen sind ein No-Go. Ein No-Go. Man kann sich anders artikulieren und ja, man kann verbal anders um sich werfen als mit Beleidigungen, ja. Sie hat mich als Ente, als B... als Sie hat mich als alles Mögliche beleidigt und das nicht nur jetzt in dieser Folge. Schon ab Folge 2 ging das ja mit ihren Beleidigungen los. Sie erzählt aber in ihren Stories, Beleidigungen sind ein absolutes No-Go, das geht gar nicht und solche Werte vertritt sie nicht. Wen will sie eigentlich verarschen? Will sie sich selber verarschen oder wen will sie verarschen? Das Einzige, was aus ihrem Mundwerk in ihrer Sendezeit kommt, sind Beleidigungen gegenüber anderen Kandidatinnen. Also, hä? Fehler sind menschlich, Fehler machen wir alle. Wichtig ist, dass man für seine Fehler einsteht und seine Fehler einsieht. Und sich nicht nur mit seinen Fehlern pusht. Also, ich weiß ja auch nicht. Also, ich finde es sowas von niveaulos und bodenlos von ihr, wie sie sich mit ihren Beleidigungen noch pusht. Mit ihren TikToks, wie sie sich da damit auch noch stark und groß fühlt. Sie beleidigt mich ja als Ente. Also ich habe ja gestern eine echt gute Story reingeladen. Da sieht man mal, wie ich in High Heels einen Ententanz aufführe. Also ich weiß, dass ich in High Heels gut laufen kann, ja. Ich habe lange Stelzen, ich kann das. Also brauchst du mir da gar nicht zu kommen. Allgemein, sie brauchen mit ihren ganzen Quark nicht kommen, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich 0,0. Die interessiert mich ungefähr so viel, wenn China einen Sack Reis umfällt. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Es juckt mich nicht. Nada. Ja, Jessie ist so, juckt mich nicht. Aber sie soll weiter für mich Promotion machen, sie soll mir weiter Aufmerksamkeit schenken, das kommt mir alles zugute. Also ich finde es super, was sie da gerade macht. Widerspricht sich ja nur mit ihren ganzen Aussagen in der Show, wo sie mir die ganze Zeit keine Sendezeit wünscht. Sie macht ja genau da weiter, wo sie in der Show aufgehört hat. Also was soll ich da dazu noch sagen? Also wirklich, die ist einfach nur lächerlich, ich kann nicht mehr. Und ich will dazu auch nicht mehr sagen, weil wir gehen jetzt ready, wir sind fertig fürs Dinner und wir haben jetzt einen geilen Abend hier in Dubai. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt für mich leider auch so rüber, als würde sich Jenny irgendwie im Kopf und Kragen reden und einfach weiter Rechtfertigungen geben, warum sie sich so geäußert hat. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie einfach gesagt hätte, es geht nicht, das war echt ein dummes Verhalten von mir, ich entschuldige mich hier öffentlich oder sowas. Sie hat es schon in die Richtung angedeutet, ja, eine richtige Entschuldigung kam da nie. Und dass sie weiter auf dieses Thema immer wieder zurückführt und sich weiter dazu äußert, dadurch macht sie es nicht besser, finde ich. Man muss das Thema auch irgendwann fallen lassen, sage ich mal. Ich kann verstehen, dass sie sich vielleicht getriggert fühlt oder so, aber das nimmt ja kein Ende, wenn beide sich die ganze Zeit dazu äußern. Es ist ähnlich wie bei Sandra Sikora und Paulina und Tommy. Man muss das Thema einfach aussterben lassen und jedes Mal, wenn man darauf reagiert, wird es nur noch schlimmer. Und Jennys Verhalten zurzeit macht sie einfach nicht gerade sympathisch. Also sie wird zunehmend unsympathisch, indem sie sich mehr reinsteigert und dann noch weiter gegen andere vorgeht. Sie hat sich jetzt auch noch mit Tara angelegt in den Kommentaren, denn Tara hat ihr Verhalten auch nochmal kritisiert und meinte eben auch, man sollte zu seinen Fehlern stehen, das ist ja okay, aber sich dann so versuchen hinzustellen, als wäre sie ein Girls Girl, aber dabei ein anderes Girl so beleidigen und fertig machen, passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wie dem auch sei, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr dieses ganze Thema seht und bewertet. Wir sehen uns dort. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaltet habt.
Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann könnt ihr es gerne teilen, liken, kommentieren. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr auch meinen Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann werdet ihr auch noch benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Das war's von mir. Auf Wiederhören.